Warum nutzen wir Gamer eigentlich WASD, um zu gehen? Du wirst nicht glauben, was der Grund ist. An den Anfängen des 3D-PC-Gamings standen zwei Spiele ganz weit oben, Doom und Quake. Und dank der neuen 3D-Grafik hatten Spieler eine ganz neue Dimension, in der sie sich bewegen und schießen mussten. Das einfachste war für Spieler, die Pfeiltasten zum Bewegen und Schießen zu nutzen. Doch dann gab es diesen einen Spieler, der alles anders machte. Sein Name? Dennis Thrash Fong. Im Jahr 1997 entwickelte er in einem Quake-Turnier seine ganz eigene Art der Steuerung. Für ihn war es das wichtigste Turnier seines Lebens. Denn der Sieger erhielt einen brandneuen Ferrari vom Quake-Entwickler selbst. Was genau hat er also gemacht? Ganz einfach. Dennis hasste die Keyboard-Steuerung so sehr, dass er seinen Charakter mit WASD steuerte und die Maus zum Aimen benutzte. Für heutige Verhältnisse ein absoluter No-Brainer. Aber für die damalige Zeit eine komplette Überraschung, die ihm das Turnier und auch einen neuen Ferrari gewann.